Wir erleben den morbiden Charme sozialistischer Verrottung. Hier in Plauen, in der tiefsten DDR-Provinz im Süden. Auch mit vielen Sanierungsmillionen, so sie fließen würden, ist die alte Patrizierpracht der einstigen Perle des Vogtlands nicht mehr zu retten. Zu spät. Es herrscht Nachkriegszeit hier nach 40 Jahren DDR-Sozialismus. Da gibt's nichts mehr auszuverkaufen. Nicht Mörtel ist gefragt, sondern Kohlen. Wie kommen wir über den Winter, ist da die Frage, wenn die Bevorratung in der Stadt angeblich nur für 5 Tage reicht. Und wer zu frieren droht, fragt auch nicht nach der Kohlendioxidbelastung in einer Stadt, die unter Auszehrung leidet. Fast 5000 der ehemals 80.000 Bewohner haben rübergemacht in den Westen. Doch die dageblieben sind in der Provinz, heizen denen in Ostberlin kräftig ein, jeden Samstag, mittags ab 3 zu Zehntausenden. Im Oktober noch war allein Demokratie ihr Thema, im Dezember ist es Deutschland und der Sozialismus. Moderator der Demo ist der örtliche evangelische Stadtpfarrer. Mehr und mehr ist aber auch die nationale Frage und Wirtschaftsfrage in den Vordergrund getreten. Viele von uns sind der Meinung, vom Sozialismus haben wir genug. Es herrscht Frieden in Plauen. Ein deutsches Weihnachten steht vor der Tür. Die Oberbonzen sind verjagt, die Kleinen haben nur ihre Pflicht getan oder von nichts gewusst. Das hatten wir schon mal in Deutschland. Wir haben jetzt schon bald, wenn wir alles zusammenrechnen, haben wir über 50 Jahre Sozialismus, Nationalsozialismus und den Sozialismus, den wir jetzt haben. Ne? Und das ist zu viel. Jetzt wollen wir wieder mal was haben, was wirklich funktioniert. Das ist aber bei Ihnen gesehen, dass es funktioniert und das wollen wir dann auch haben hier. Und dass die Länder dann auch freilich, die Einheit die muss kommen, diese Sache. Also. Aber eben stufenweise, nicht so hoppla hopp. 50% sind dafür. Für die Einheit. Und es ist da wirklich die einzige Möglichkeit. Ich sage, also auf alle Fälle, in der ganzen DDR ist das gute Dreiviertel der Bevölkerung ist dafür, für die Einheit. Was passiert, wenn es nicht zur Einheit kommt? Ja, ich glaube, dann werden wir direkt stecken bleiben. Denn wir müssen, wir brauchen Hilfe von außen. Das brauchen wir bestimmt. Ja. Da kommst du ja weiter hin zur Massenflucht. Ja. Ja, also, die machen die alle noch fort. Die, ja, ja, die jetzt noch hier bleiben, die machen alle noch fort. Hier geblieben sind hier 15 von ehemals 30, berichtet uns der Vizedirektor des Zentralhotels. Der Mangel Wirtschaft mangelt es immer mehr auch an Werktätigen. Der Chefkoch blieb. Aber es müssen ja wenigstens noch ein paar Stangen halten. Ne? Und auch draußen bei den Bierstangen am Stammtisch, übrigens dem angeblich einzigen im gastronomisch unterversorgten Plauen, geht's auch um Deutschland in der Nacht. Nach Feierabend ist hier der Hausmeister Wortführer. Vom Helmut Kohl, den finden wir jedenfalls sehr gut. Das ist für die DDR sehr positiv. Da freuen wir uns wirklich, dass Germann so viel Elan gezeigt hat. Man muss ja immer noch sehen, im Hintergrund sind die Alliierten. Und trotzdem hat er es gebracht, so einen Plan, 10-Punkte-Programm zu machen. Und das ist für uns Ostdeutschen eine Hoffnung. Hoffnungsträger in der notleidenden Spitzenstadt Plauen ist dieser volkseigene Betrieb. Hier rollt im Exportgeschäft nicht nur weicher Rubel. Seit Jahren schon hat man lukrative Hartwährungsgeschäfte mit dem Klassenfeind einfädeln können. Werktätige wollen hier bald durch Aktien am Profit partizipieren, berichtet der Genosse Spitzendirektor Roland Mach, der sich neuerdings auch durch kapitalistischen Arbeitgeberjargon nicht mehr sticheln lässt. Wie viel Pflaumen ziehen Sie eigentlich im Laden mit, die Sie in die Luft sitzen würden, wenn Sie Privatunternehmer wären? Ich würde sagen 15-20%. Würden Sie an die Luft setzen? Das habe ich damit nicht gesagt. Aber freisetzen? Das wäre der richtige Ausdruck. Und wann wird er denn Lenin hinter sich entfernen?
Neue Töne auch letzte Woche am schwarzen Brett eines benachbarten Metallgroßbetriebs. Es wird zum Warnstreik aufgerufen. Ziel: Volksentscheide in beiden Staaten zur Frage des Zusammenschlusses von BRD und DDR. Die Selbstbestimmungsforderung, ultimativ an die Adresse des Volkskammerpräsidenten Malloyda gerichtet, löst in Ostberlin und im Plauener Rathaus am Donnerstag Furore aus, wo inzwischen die Oppositionsgruppen am runden Tisch das Sagen haben. Da trifft ein Malloyda-Brief ein. Der Oberbürgermeister verliest ihn. Ich bitte Sie, die Wende in unserer gesellschaftlichen Entwicklung durch Ruhe, Besonnenheit und eine gute Arbeitsatmosphäre zu unterstützen. Ruhe und Ordnung vor dem Weihnachtsfest sollen im Interesse unserer Familien in Pitter um jeden Preis erhalten bleiben. Helfen Sie mit, dass die schöne Stadt Plauen, die in ihrer Geschichte so viel erleiden musste, lebensfähig bleibt und wieder die strahlende Perle des Vogtlandes wird. Doch Ruhe und Ordnung hin, Weihnachten her, in der Perle des Vogtlandes legten am Freitagmittag Tausende die Arbeit nieder. Ihre Losung: Vogtland meine Heimat, Deutschland mein Vaterland. Mit der DDR sei kein Staat mehr zu machen, sagt ihr Streikführer. Man muss erst die Entscheidung treffen, wohin marschiert das Volk, und dann die Entscheidung treffen, was wird mit unserer Wirtschaft. Und wohin geht's? Richtung Vereinigung. Richtung Vereinigung. Das ist das Ziel. Natürlich in einigen Jahren erst. Wie viel Prozent sind denn für eine sozialistische DDR noch hier in Ihrem Betrieb? Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Es wurde keine Umfrage gemacht. Nach Ihrer Einschätzung? Nach meiner Einschätzung bei uns im Betrieb sind für die andere Seite, also für eine Konföderation und Wiedervereinigung, mindestens 80%. Sie fühlen sich inzwischen als Vorreiter der Wendebewegung in der DDR, wollen weiter Druck machen. Sie sind das Volk, sagen Sie, nicht die Intellektuellen in Ost- und West-Berlin, die vom Erhalt der staatlichen Existenz der DDR redeten und von einem zweiten sozialistischen Experiment träumten. Dem Sozialismus abgeschworen hat in Plauen auch der Wortführer der neuen SDP, die sich hier bereits SPD nennt. Was passiert in dieser doch auch emotional aufgeladenen Situation, wenn diese Wiedervereinigungsdebatte zu stark unter dem Deckel gehalten wird? Dann besteht echt die Gefahr, dass also Ideen, die von der rechtsradikalen Seite kommen, noch mehr aufgefasst werden. Wir hatten also auch schon gewisse Kontakte mit Flugblättern und ähnlichen Dingen von Republikanern, die das ja noch geschickt verpacken, wo der normale Bürger eigentlich gar nicht merkt, was dahinter steckt. Und das ist aber ein Punkt, den wir eigentlich nicht wollen. Also rechtsradikal ist für uns kein Thema und wird also auch nie werden. Und die zweite Möglichkeit, die besteht, wenn also die Wiedervereinigungsfrage auf die lange Bank geschoben wird, wenn sich also auch von der wirtschaftlichen und vom Lebensstandard her in der Republik hier nichts ändert, dass eine Ausreisewelle wieder stärker wird und dass die Bevölkerung dann hier sagt, warum soll ich, ausgerechnet ich, jetzt hier noch das länger mitmachen, wenn ich die Möglichkeit habe, dass es woanders besser geht, wenn ich keine Chance hier sehe, dass es doch deutlich anders wird. Dann bricht der Laden endgültig zusammen. Dann ja. Endgültig mit einem dicken Nein zu Faschismus, Sozialismus und Kommunismus zu Grabe gefahren, wurde bei der gestrigen Samstagsdemo die SED, zumindest hier in Plauen. Und auf den Kranzschleifen ein letzter Gruß: Ruhe für immer, komme nie wieder. Dann folgte eine letzte Symboltat, die Schändung des Staatssymbols. Thank you.